Ich habe dann, weil ich in Rambach also eine wirkliche schöne Umgebung hatte und für mich das Heimatgefühl intensiv aufgenommen habe in diesem Dorf. Wenn man da zum Beispiel die Kehrstraße von oben, wir haben gesagt die Zeil, wenn man da ist oben Richtung Friedhof und guckt dann runter auf Rambach, dann liegt das so richtig gekuschelt im Tal. Gell? Und die Kirche dominiert dann in der Mitte. Ich habe mehrere Gedichte schon gemacht von Rambach. Ich bin ja auch dadurch, dass ich viel im Eismeer war, habe ich ja ungewöhnlich schöne Natur in mich aufnehmen können. Und trotzdem ist in mir der Vergleich Rambach und alles, was ich gesehen habe. Also da ist Rambach immer noch und hat ein klein bisschen die Nase von hier. Wenn hier jetzt noch das Meer wäre, dann würde ich sagen, also da hat der liebe Gott also wirklich was Schönes gemacht für Rambach. Was meine Heimat ist. Es ist das alte Haus der Eltern. Es ist das Dorf am Waldesrand, das schöne Tal hinter den Hügeln, wo ich Geborgenheit empfand. Es ist die Stelle meiner Kindheit, wo ich das erste Wort gesagt, der Mutter Schlummerlied gehört und meinen ersten Schritt gewagt. Wo ich das erste Märchen hörte, die eigene Spur im weißen Schnee, die vielen Blumen auf den Wiesen und barfuß lief im kühlen Klee. Wenn am klaren Bach ich spielte, es ein Abenteuer war, wo ich Angst in mir verspürte, wenn ich den Kirchturm nicht mehr sah. Der Lerche Lied in weiten Feldern und zwischen Ähren helles Blau, das leise Rauschen in den Wäldern, der Spinnennetz im Morgentau. Der Duft von Staub nach leichtem Regen, der rote Mohn am Wegesrand, die Wogen, wenn sich Korn bewegt, als wärest du am Meeresstrand. Es ist der weite Blick nach Süden, das Silberband vom fernen Rhein, im Herbst die Drachen steigen lassen, mit Freunden froh zusammen sein. Hier begann es, was ich fühle, was meinem Leben Richtung gab, wo ich die Vertrautheit spüre, wo ich meine Wurzeln habe.